Und damit auch gleich hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter. Und wir gucken jetzt erstmal, was die Weasleys hier gemacht haben oder gefuscht haben. Gibt es hier irgendwas? Ich weiß. Da kommen sie doch jetzt. Hey Harry, hast du 25 Bohnen gesammelt? Ja, gib mir eine Karte. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Wir brauchen sie für einen kleinen Streich, den wir den Slytherins spielen wollen. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Die Typen haben nur am Blitz geleckt, Alter. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen... Ich finde das Spiel irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube, ich werde dann irgendwann nochmal aus, einfach nur aus Spaß nochmal reingucken in die PlayStation 2 Version, um zu gucken, was da noch kommt. Weil da bist du am Anfang nämlich ganz woanders. Und du hast auch die Weasleys, die haben einen Job da und die verkaufen dir Sachen. Für Bertie Bott's Bohnen und so weiter. So, mal kurz gucken, was wir hier noch für eine neue Karte gekriegt haben. Bertie Bott. Erfinder der Bertie Bott's Bohnen in eine Geschmacksrichtung. Jungmann! Bertie Bott's Bohnen, Junge! Das ist der Hit. Alle singen mit. Gut, jetzt mal gucken, was wir im dritten Stock finden. Und wo die Hermine ist. Die Hermine. Die Hermie. Hermie, Hermie, Hermie. Danke, komisches Mädchen, das ich nicht kenne. Alphonse Humora. Ich bin ein Geist. Flipendo. Also normalerweise macht es doch einen guten Zauberer aus, wenn man nicht das ausspricht, oder? Also man denkt das doch eigentlich nur oder so, ne? Ich weiß nicht. Wo ist der scheiß dritte Stock? Und da sind wir gekommen. Muss das hier irgendwo sein. Einen schönen Tag. Wie geil ist das denn, bitte, ey? Gib mir eben den Teppich nach unten. So, und wieder nach oben. Zack. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich bin Harry Potter und hab den Schnatz gefangen in 10 Sekunden. Das war ein 10 Sekunden Quidditch, Alter. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Okay, da kann man speichern, das heißt, hier oben ist der dritte Stock. Mach auf da! Ich dachte, man müsste sich da draufstellen. Das wäre cooler gewesen. Wo bin ich denn hier? Oh,
Karte? Nö. Okay, dann wird ein Abstellraum. Ein Upstairroom. Hallo, komisches Mädchen, was bei Ravenclaw wohnt. Also wenn man nach der Farbe gehen würde, würde ich ins Haus Slytherin ziehen, aber nur wegen der Farbe. Professor Snape gerade aus dem verbotenen Korridor kommen sehen. Er hat gehumpelt. Komm, Harry, lass uns einen Blick riskieren, bevor Filch zurückkommt. Hast du das Knurren gehört? In diesem Korridor ist sicher etwas ganz Furchtbares versteckt. Erzähl mir das besser unterwegs. Sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, aber wir wollen doch zu spät kommen. Ich gehe jetzt mal gucken, wo Snape hingegangen ist. Ach Mensch, kann man nicht mehr hinterher, so ein Scheiß. Hallo, Mr. Ressa Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie man mit Hilfe des Lumos-Zaubers schwarze Magie bekämpfen kann. Beobachte meinen Zauberstab. Ach du Scheiße, Junge, muss ich es wieder nachmalen. Und mach das Symbol. Ja, ich weiß, wie das geht, Professor Quirrell. Wieder los, wenn du fertig bist. Bitte mehr als 50%, ey. Bitte, danke. 5 Punkte für Gryffindor. Nicht übel, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Mach weiter, Harry. Versuche es nochmal. Okay, wir müssen es richtig treffen, dann kriegen wir auch Fettpunkte. Eine herausragende Leistung, Harry. 10 Punkte für Gryffindor. Mach weiter, Harry. Versuche es nochmal. Das müssen wir ganz genau malen. Eine herausragende Leistung, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Nein, das gibt's doch nicht. 1%, ey. Scheiße. Nicht schlecht, aber noch nicht ganz richtig. Ach Mann, egal. Jetzt darf ich die Aufgabe erledigen, weil ich der einzige Schüler in Hogwarts bin.
Alle anderen müssen sich parallel und synchron am Kopf kratzen. Guck, sammel die Sterne ein. Du kannst den Lumos-Zauber ein wenig üben, indem du versuchst, die Lumos-Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber an diesem schluckenden Wasserspeier üben. Lumos! Ziemlich hell, nicht wahr? Du kannst jetzt die Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. Okay, Professor. Sind Sie sicher? Da kommt's mal nicht hin, da müssen wir hier nochmal los. So. Hallo, Hu Wasserspeier. Lumos. Und speichern. Das geht ja auch noch. Als wenn Lumos nicht durch Gitterstäbe wirken würde. Egal. So, Lumos.
Ja, das ist schon mal was. Hogwarts der tausend Geheimnisse. Junge. Ich bin Peeves. Du bist Mies, Alter. Du bist nicht Peeves, du bist Mies. Dahin. Hallo Momora. Hallo Momora. Vielleicht kommen wir da später noch rein. Ich mach mal den hier an. Und dann tun wir nochmal speichern. So, was gibt's hier unten? Nintendo. Überraschungsgäste. Wer ist er denn? Ja, das ist dein Problem. Ich kann dir auch nie helfen, komischer Mensch. Wenn ich verlaufen heißt, du musst immer dreimal rechts gehen und zweimal wieder links. Und dann bist du da, wo du hin willst. Das klappt immer. So, Fauna, komm. Hallo? Nee. Wir haben mal zuerst in die Richtung gesprungen, verdammt. Hallo Sir Patrick. Nee, Sir Nicholas ist das ja nicht, Sir Patrick.
Und damit ist diese Aufgabe gleich abgeschlossen. Da können wir wieder eine Runde 10 Sekunden Quidditch spielen. Ich wollte mal gucken, wie noch irgendwas ist. Ich habe noch keine Karte weitergefunden. 340 Bortebots Bohnen. Wenn die Weasleys nicht mehr ankommen und klauen mir 25, hätte ich sogar noch mehr. Hallo, Herr Professor Quirrell. Der Fahrstuhl hakt heute ein bisschen. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du zum Zaubertrankunterricht kommst. Oha, jetzt müssen wir zu Professor Snape. Hab ich eine Ahnung, wo der Zaubertrankunterricht ist? Ach, hier war ich schon. Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Ja, Ron, ich komme. Für Gryffindor. Im Kerker wird's leer, Flöte. Mein Name ist Professor Snape und ich mag dich nicht. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschlangen. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Okay, ich hole Blubberwurz und Hirnarsch und weiß ich nicht, was noch du haben willst alles. Aber ich hab das irgendwie schon drauf. Wir kriegen das hin. Das muss Diptam sein. Aha. Bin ich? Ob Snape mich wohl ausgetrickst hat? Es ist dunkel. Harry, sei froh, dass du noch lebst. Was ein Kack. Also da, wenn man da runterfällt, ist man tot. Nee, warte mal. Wir müssen mal gucken, dass wir hier mal rüberhüpfen. Flipendo! 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 Genau, dafür ist das nämlich da. Flipendo! 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 Siehst du, jetzt geht die Scheiße nämlich auf. Flipendo!
dem zu urteilen, was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauch sein. Müsste. Lipendo. Ich bin Harry Potter. Hi. Ach ja, speichern. Wenn ich eins gelernt habe, dann erst drauf springen und dann Ah, cool, eine Karte. Also erst drauf springen und dann das Ding auslösen. Das habe ich aus den letzten Folgen gelernt. Hi, ich bin Harry Potter. Hallo, Homora. Lipendo. Nintendo. Jo. Oh nein, es ist der blutige Baron. Hopp, Junge. Energiebaumrinde zu sein. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa. Oha.
Lumos. Oh, wir müssen eigentlich mal diese Folge beenden. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier gleich fertig. Okay, da gibt's noch was. Das haben die wohl nicht bedacht, dass man da rüber hüpft. Ich hab keinen Bock, noch mal rumzulaufen, Alter. Erstmal versuchen. Das finde ich witzig. Der ist ein Geist und die Tore gehen bei ihm auf. Okay. Komm her, blutiger Baron. Krampe von die Arsch. Gut, ich werde dann aber gleich sagen, wir beenden die... Boah, ich dachte schon, ey. Wir beenden diese Folge jetzt gleich, wenn wir hier gespeichert haben. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.